Servus Leute, willkommen bei Pokémon Heartgold. Ich hab Bock auf das Game. Ich habe gestern Pokémon Detektiv Pikachu geguckt. Zuerst erkläre ich dir ein paar Dinge in diesem Spiel. Nein, brauche ich nicht. Ich habe das Game schon öfter gespielt. No flex. Sieht so aus, als wäre bald Sonnenuntergang. Das nennt man dann wohl Zwielicht, oder nicht? Ja. Oh, entschuldige die Verspätung, Mann. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich. Servus. Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Nee, Mann. Kein Problem, ich erzähl dir alles über diese Welt, was du wissen musst. Okay. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Man muss sich mal kurz was trinken. Marill. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich weiß, was du tust, Bro. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf, wen ich da vor mir habe. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Gut, Aufnahme läuft, ne? Verrätst du es mir? Wir sind natürlich ein Girl. Ist ja, weil es absolut schöner aussieht. Also meiner Meinung nach. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ghost. Zurück. Ghost. Ah, du bist also Ghost? Ja. Also Ghost, bist du startklar? Ja. Denn gleich tauchst du ein in ein ganz neues Abenteuer. Viele Erfahrungen warten auf dich, schöne wie auch traurige. Große Träume und großes Abenteuer hier in der Welt der Pokémon. Leg einfach los, wir sehen uns später wieder. Okay, jetzt kann ich kaum noch normal reden. So. Im Zimmer angekommen. Ah, Wii, Nostalgie. Ah. Wer hat das von euch gespielt? Schreibt's mal in die Kommentare. Ah, da bist du ja endlich, Ghost. Du hast ganz knapp deinen Freund Klaren verpasst. Er war bis eben noch hier. Es sah so aus, als würde er mit seinem Marill einen Wettlauf veranstalten. Ach übrigens, Professor Lind aus der Nachbarschaft hat nach dir gesucht. Er meinte, er habe eine dringende Bitte an dich. Du kennst den Weg, oder? Sein Labor ist schließlich direkt nebenan. Also, vorlesen ist so eine Sache, ne? Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor du das Haus verlässt. Mutter, ich hab bald's. Hier, packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Ein Beutel, ja. Hier hast du deinen Trainerpass. Deutscher Staatsbürger. Das kannst du benutzen, um dein Spiel zu speichern. Oh ja, das ist wichtig. Und das hier wird auch eine große Hilfe sein. Probier es einfach mal aus. Probieren geht über Studieren. Berühren geht über Studieren. Ja, gut. Da reime ich mir manchmal eigene Dinge zusammen. So. Neuborg hier. Ah, es war mein erstes DS-Game, Leute. Es hat so viel Spaß gemacht. Oh, unser Rivale. Nee, oder? Nee, das ist nicht der Rivale. Ach, das war der, der uns zeigt, wie man die Pokémon fängt. Der Sohn oder vom Professor Eich oder so. Das ist der Rivale. Oh. Lind, ah, da bist du ja, Ghost. Ich habe schon auf dich gewartet.
Weißt du eigentlich, was sich meine Forschung beschäftigt? Pokémon-Bällen aufzubewahren und sie überall zur Hand zu haben. Okay. Ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Ja. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihren Pokémon alle mit sich spazieren geführt. Ja, genau. Wie dein Freund Klarin. Wer heißt eigentlich Klarin? Pokémon in Pokébällen mit sich durch die Gegend zu tragen, ist natürlich eine komfortable Sache, aber es lohnt sich. Auch ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Es ist nämlich... ich kann nicht vorlesen, Leute. Es ist nämlich gut möglich, dass diese beeinflusst, wie und wann sie sich deine Pokémon entwickeln. Und genau dann kommst du ins Spiel. Ich möchte dir eins meiner Pokémon geben, damit du das für mich untersuchen kannst, ob ein besonderer Bund zwischen dir und diesem Pokémon entsteht, wenn du es immer mit dir spazieren führst. LS kickt rein, böse. Du kannst dir eins von diesen Pokémon hier aussuchen. Ich weiß natürlich, was für Pokémon da schon gibt. Oh, ich habe eine E-Mail. Aha. Sieh mal einer an. Hör mir zu. Ich habe da einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Er ist immer gleich völlig aus dem Häuschen, wenn er meint, einen besonderen seltenen Fund gemacht zu haben. Gerade eben hat er mir wieder eine seiner E-Mails geschickt, in der er mir versichert, dass es dieses Mal ein wirklich etwas Besonderes gefunden, dass er diesmal wirklich einen besonderen Fund gemacht hat. Egal, ich sag da einfach was anderes. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei wieder um ein Pokémon-Ei. Aber meine Assistenten und ich haben leider gerade alle Hände voll zu tun. Was mache ich jetzt nur? Ich hab's. Du könntest der Sache doch für mich nachgehen, oder? Was sagst du? Nein. Los, du darfst dir dafür auch eins deiner Pokémon hier aussuchen. Okay. Was nehmen wir denn? Okay, wenn ich wüsste, wie die Steuerung wieder war, dann... genau, Q war das. Okay. Berühre die Bälle, um nachzusehen, welche Pokémon darin stecken. Wenn wir die nehmen? Nein. Wenn wir Feurigel nehmen? Nein. Wenn wir Kanimani nehmen? Definitiv. Lind, willst du Kanimani als Erwassers-Pokémon? Ja. Ich war gerade so schön im Flow. Möchtest du Kanimani einen Spitznamen geben? Ja. Ich nenne es. Dominik. Okay. Ja, ich bin zufrieden. Na, was sagst du, mit deinem Pokémon spazieren zu gehen? Ist schön, eine sehr entspannte Sache, oder? Genieß das Gefühl auf dem Weg zum Haus von Mr. Pokémon. Ja, mach ich. Und wenn dein Pokémon verletzt ist, kannst du es mit Hilfe dieser Maschinen wieder heilen. Das geht ganz leicht. Du musst dafür nur den PC auf meinem Schreibtisch untersuchen. Jedes Mal, wenn Mr. Pokémon auf Reisen geht, kommt er mit irgendeinem seltenen Fund im Gepäck zurück. Er wohnt ein kleines Stück nördlich von Rosalia City. Vielen Dank schon mal, Ghost. Ja, bitte, bitte. So. Hey, Ghost. Hier, sieh das als eine kleine Entlohnung für die dir deinen Dienst an. Oh, ein Trank. Ja. Ghost verschaut Drecke in der Medizintasche. Wenn dir die Situation etwas zu brenzlig wird, solltest du deinem Pokémon ohne zu zögern einen Trank geben. Zu Beginn sind nämlich alle Pokémon noch leicht zu verletzen. Ja, das glaube ich. Ha, aber... Oh. So. Das ist halt das komische Kind.
Klarin. Wer? Jetzt mal, Leute. Wer Klarin? Ich glaube, das hätte ich am Anfang auswählen müssen. Ich glaube, das habe ich außerdem geskippt. Ja, egal. Ghost! Das Pokémon, das du bekommen hast, ist ein Kanimani. Stimmt's? Ja. Ach ja, das ist ein echt tolles Pokémon. Wenn du es so spazieren führst, wird es immer zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen, um mit ihm zu reden, mache ich. Oh, und warum stellst du jetzt nicht mal auch deiner Mutter vor? Der Alten. Ja, okay. Also dann, man sieht sich. Also, uff zu meiner Mutter. Mutti, guck mal, was sie haben. Zack. Hallo, Mutti. Ach je, du hast eben mein niedliches Pokémon im Schlepptau gehost. Hat dir das Professor Lind geschenkt? Was wollte er eigentlich von dir? Ganz schlimme Sachen. Das hört sich nach Arbeit an. Aber manchmal ist es gut von Leuten, um einen Gefallen gebeten zu werden. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Dein Pokémon ist von der Reparatur zurück. Hier hast du ihn wieder. Ghost erhält Pokémon. Lecker. Der Pokécom ist ein kleiner tragbarer Computer. Wenn aus dir mal ein ordentlicher Trainer werden soll, kommst du auch nicht um so ein Gerät herum. Ach übrigens, mit dem Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Cool. Weißt du, wie das funktioniert? Ja. Wir haben natürlich alle schon mal. Hey, ich weiß doch, wie es geht. Es ist ganz leicht, nicht wahr? Du musst nur den Pokémon anwerfen und das Telefonsymbol auswählen. Der Pokécom speichert automatisch die Namen aller Personen ab, die du anrufen kannst. Alles, was du tun musst, ist, um den Gesprächspartner an die Strippe zu bekommen, ist seinen Namen auszuwählen. Kinderleicht, was? Ja, Mutter. Neuborgia. Da, Kerle, du. Bitte mich nachher. Hey, warte mal eben. Hey, ja. Mann, beinahe hätte ich vergessen. Ich wollte dir doch noch meine Telefonnummer mit auf den Weg geben. Ghost hat Professor Linz nochmal im Pokécom registriert. Yay! Gut, wenn es irgendwas geben sollte, rufe ich dich an. Ja, mach das. Erste Route, Leute. Und Ratzfratz, oder was bekommt man nochmal hier? Habitak? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will das erste Pokémon fighten in den Let's Play. Na, okay. Darf ich anscheinend nicht. Kranker Beat. Und Ratzfratz. Habitak, was kommt? Taubsi, ja. Ein wildes Taubsi erscheint. Los, Dominik. Kämpfe für mich, Dominik. So. Ja, Steuerung ist halt nichts für mich so. Das werde ich mit der Maus machen. Und Kratzer, go. Ich werde mal weniger... Taubsi, der Tacklein. Was soll Dominik machen? Kratzer! Taubsi wurde besiegt. Dominik erhält 15 EP-Punkte. Ich werde meinen... Mensch, Dominik, kannst du auch mal leveln? Oh, und was kommt jetzt? Ein Visor. Ja, komm, go. Kriegen wir auch easy hin. Kampf. Silberblick. Katsching! Verteidigung von Visor wild sinkt. Visor setzt Gesicht ein. Oh Junge, das hat doch keinen Sinn. Visor erkennt Dominik. Und Kratzer. Dominik setzt Kratzer ein. Oh, aua.
Ein Kanimani. Kratzer. Go, Dominik. Yes. Lisa wurde besiegt. Dominik erhält 14 Erfahrungspunkte. Aha, Dominik. Bist Level 6 bald. Ja, ja. So. Hier runter. Rechts, links. Hoch, links. Oder war so, links. Rosalia City. Oh nein, der erklärt uns gleich alles. Du bist doch nicht lange Trainer, oder? Aha, Volltreffer, wusste ich's doch. Aber ist schon in Ordnung. Es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. Keine Sorge, ich bring dir gerne ein paar Tricks bei. Komm, folge mir. Oh, tut mir leid, du hast doch keine Turbo-Treter, hab ich recht? Ja. Ich werde so langsam für dich laufen, wie ich nur kann. Versuch bitte nicht, ganz so weit hinter mir zurückzufallen. Das hier ist dein Pokémon-Center. Wenn deine Pokémon verletzt sind und du sie abgibst, werden sie umgehend für dich geheilt. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass du hier bald Stammkunde sein wirst. Du kannst mich beim Wort nehmen. Das hier ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Und noch viele weitere nützliche Items. Hier entlang geht es zur Route 30. Du wirst dort vielen Trainern begegnen, die auf der Suche nach Gegnern für ihre besten Pokémon sind. Wenn du ein Stück weit läufst, findest du dort außerdem auch das Haus von Mr. Pokémon. Ja, da muss ich hier hin. Und das ist das Meer, wie du siehst. Bestimmte Pokémon halten sich ausschließlich auf dem Wasser auf. Im Wasser auf. Tja, und das ist mein bescheidenes Zuhause. Und als Dank dafür, dass du mich hierher begleitet hast, möchte ich dir nur ein paar Turbo-Treter schenken. Hier, nimm am besten gleich mein paar. Sie sind noch schön warm und getragen. Nein, keine Angst, das war nur ein Witz. Hier hast du ein brandneues Paar. Ja. Die neuen Gucci's. Oh, jetzt bin ich hier mit dem Mikrofon gestanden. Hier, ein kleiner Auszug aus der Gebrauchsanleitung. Wenn du den Sprintknopf auf dem Touchscreen berührst, kannst du schneller laufen. Und das hier steht aber noch. Du kannst aber auch sprinten, indem du den Knopf B gedrückt hältst. Ja, ich werde hier draufklicken. Ich nicht mehr. Wo brauche ich nochmal B? Ah, hier habe ich B. Okay, ja, perfekt. Aber dann kann ich nicht zur Seite. Ja, dann werden wir mal erstmal kurz meinen Dominik heilen. Und dann hoch zum Mr. Pokémon. Okay. Ich gebe dir mein Pokémon hier, bitte. Okay, ich nehme dein Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Ja, mach das. Deine Pokémon sind wieder topfit. Yay. Komm bald wieder. So, auf zu Mr. Pokémon. Da, und endlich kann man sprinten. Was war der Alte jetzt schon wieder? Puh, Glück gehabt. Nur ein bisschen später und du wärst weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Pokémon von Ghost. Pokécom von Ghost, diese war Kartenmodul ein blablabla. Pokécom von Ghost kann nun Karten anzeigen. Ja. Wähle zunächst auf dem Touchscreen den Punkt Pokécom aus. Über das Kartensymbol kannst du dir nur eine Karte in deiner Region anzeigen lassen, in der du dich gerade aufhältst. Wenn du dein Pokécom immer weiter mit Modulen erweiterst, wird er jedes Mal ein bisschen nützlicher. Also dann, viel Erfolg noch! Oh, das passt. Wird wahrscheinlich öfter passieren, dass ich außerdem draufkomme auf die Taste. Ich kann die außen anmachen, okay, nice. Ein Safcon. Ein dämliches Pokémon. Oh, Kampf.
Und Silberblick. Ach, das wird jetzt Härten einsetzen und ja. Ja, ich werde es direkt angreifen. Safkon setzt Härten ein. Oh mein Gott, Alter. Ich bin ja vorher. Ich kann ja Vorhersagen machen. Kampf. Kratzer. Dominik setzt Kratzer ein. Los. Verteidigung von Safkon wild steigt. Kratzer. Safkon setzt Härten ein. Verteidigung von Safkon wild steigt. Kratzer. Komm, ein kritischer Treffer. Und wieder Härtner. Oh, danach sind wir Level 6. Dominik ist ja nach Level 6. Kriegt er denn schon Aquaknarre? Ich weiß es gar nicht. Safkon setzt wieder Härtner ein. Und Kratzer. Oh, jetzt habe ich schon wieder selected. Ja. Ich muss das mal. Ich werde mich darum kümmern, dass ich. Ich habe davor eigentlich immer mit den Emulatoren nur mit Controller gespielt. Und ich weiß nicht, wie ich mit DS aufnehmen kann. Also, ich habe das Game zwar hier und alles. Aber ich wüsste nicht, wie ich mit meinem DS eine Aufnahme machen kann. Dominik erreicht Level 6. Juhu! Dominik erlernt Aquaknarre. Ja. Oh, der hat ja massig XP gegeben. Nicht schon wieder Safkon, oder? Ah, oh, Taubsi. Ja, okay. Das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Direkt, wenn ich berechtigt bin, Pokémon zu fangen. Dominik, setz Aquaknarre ein. Go! Taubsi, setz Tackle ein. Warum ist Nummer 2 selected? Ich komme da immer auf Nummer 2. Dominik, setz Aquaknarre ein. Go! Taubsi, das wird dein. Oh. Ah, Taubsi. Adieu, Taubsi. Such dir das nächste Mal schwächere Gegner. Oder jemanden deiner Größe. Dominik erhält 31 Erfahrungspunkte. Dominik ist Level. Dominik erreicht Level 7. So, Ghost hat einen Trank gefunden. Ghost verstaut Trank in der Medizintasche. Oh, der erste Trainer. Oh, das sind doch Turbodrähte an deinen Füßen, oder? Mit denen du durch die Gegend zausen kannst. Ist schon ein tolles Gefühl, was? Aber die lauten Geräusche deiner Schritte könnten dir sehr leicht andere Trainer und wilde Pokémon auf den Hals setzen. Vorsicht also. Ach, schade, war doch kein Trainer. Ist das das Haus von Mr. Pokémon schon? Oh, eine Beere. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Ohne einen Behälter kannst du die Aprikoko nicht pflücken. Oh. Ich mir hier den Aprikoko-Ding da. Die meisten Besucher verwechseln mich immer mit Mr. Pokémon. Oh, aber du bist extra für mich hierher gekommen, oder? Ja, klar, du. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Na gut, hast du ein paar Aprikokos? Die Aprikoko-Bäume tragen einmal pro Tag Frucht. Das ist Deutsch, einmal pro Tag Frucht. Und können deshalb auch täglich abgeerntet werden. Ich habe sogar einen vor meinem Haus. Aprikokos sind eine tolle Sache. Sie fungieren als Grundbaustoff für Pokébälle und lassen sich für jede Menge der anderen Dinge benutzen. Sie können dir sehr nützlich werden. Dein Besuch freut mich sehr. Dein Besuch freut mich so sehr, dass ich dir das hier schenken könnte möchte. Ghost erhält Aprikoko-Box. Ghost verstaut Aprikoko-Box in der Basis-Item-Tasche. Mit dieser Aprikoko-Box kannst du immer reichlich Aprikokos mit dir herumtragen. Damit bist du jetzt auch ein waschechter Aprikenner, okay. Wieder raus. Zack. Hier steht ein Aprikokobaum. Yes. Ach stimmt, man konnte hier die ganze Bälle craften, also wie er es gerade gesagt hat. Aprikoko Green. Okay. Let's go, weiter. Also, was kommt jetzt? Taubsi. Oder eins. Taubsi. Hey, hast du Taubsi schon? Kampf. Aquaknarre, go. Dominik setzt Aquaknarre ein. Ein Volltreffer. Taubsi setzt Tackle ein. Und Aquaknarre.
Taubsi wurde besiegt. Dominik erhält 31 Erfahrungspunkte. Uff. Das muss wäre. Ein bisschen. Nein. Taubsi! Hey, wer hätte es gedacht? Alle Level 2 abonniert. Okay, das müsste ja fast One-Shot sein, oder? Aquaknarre! Taubsi setzt Zackel ein. Ich bin, by the way, absolut lost, was Dinge angeht. Achterorden, da kommt irgendwann so ein Eisding, glaube ich. Ich glaube, das war da. Da saß ich bei meiner Mom hinten im Auto drin mit 8 Jahren. Und hab 2 oder 3 Stunden war ich auf der gleichen Stage und hab's immer probiert und hab's nie hingekriegt. Da musste man so ein Rätsel lösen. Also wenn das später mal kommt, dann werde ich wahrscheinlich auch absolut lost sein. Safgon setzt. Ja, oh ja, Safgon setzt Härten ein. Hey, Mann. Ich kann keine andere Attacke, Mann. Verteidigung von Safgon steigt. Ah, komm, noch eine Aquaknarre dra. Auf da. Safgon setzt Härten ein. Verteidigung von Safgon steigt. Aquaknarre, komm. Go, Dominik. Safgon wurde besiegt. Dominik erhält 41 Erfahrungspunkte. Dominik erreicht Level 8. Dominik erlernt Raserei. Oh, Raserei, yes. Und jetzt zur Seite. Und das wird hier gegadet. Gegengift. Ja, nice. Stolk gegen Gift in der Medizintasche. Zack. Wir reden mal mit meinem Dominik. Hallo. Dominik pickt herrlich auf dem Boden herum. Beharrlich. Das war's von Mr. Pokémon. Immer geradeaus. So, hier dahinter müsste sein. Und zack, go, 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 durch. Und go, 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 go. Taubsi, Taubsi, Taubsi. Und wo kommst du? Ah, da, oder? Und wieder ein Taubsi? Ja, safe, oder? Ah, nee, ein Safgon. Safgon. Was wird es wohl als erstes machen? Ich vermute, es wird Härten einsetzen. Das war nochmal Raserei. Erstmal ausprobieren. Zack. Okay, wir werden mit Aquaknarre weitermachen. Dominik ist echt schwach. Noch. Wir müssen es leveln. Aber sobald es auf der letzten Stufe ist. Ein Volltreffer. Yes. Safgon wurde besiegt. Dominik erhält 41 Erfahrungspunkte. Oh, da ist das Haus. Das Legendary Hut. Die Legendary Hut. Ein Aprikokobaum. Ein Aprikokopink. Ghost erhält eine Aprikokopink. Ghost verschaut die Aprikokopink in der Aprikokobox. Und rein da. Oh, Professor Eich. Hallo da, du musst Ghost sein. Nee, der spricht safe anders. Muss ja, spricht der. Hallo, du musst Ghost sein. Auch wie so ein alter Mann. Ich bin derjenige, der vorhin Professor Lind diesen Brief geschickt hat. Na yalla, komm mal schneller. Das ist das Objekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll. Ghost erhält Rätselei. Yes. Ich weiß, ich habe das Rätsel schon gelöst. Ghost, was hältst du von diesem Ei? Ein Freund aus Tixi hat es mir anvertraut. In Johto hast du so etwas bestimmt noch nicht gesehen, was? Ich dachte, Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lind zurück, habe ich nicht recht? Dann solltest du deinem Pokémon aber vorher eine kurze Pause gönnen. Aha, du bist also Ghost. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du erledigst etwas für Professor Lind, also habe ich ja gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, das du spazieren führst. Ja, hat auch einiges gekostet.
Ich verstehe. Du hilfst Professor Lind. Also bei seiner Forschung. Ja. Ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon angevertraut hat. Ich hab's ja selber ausgesucht. Du siehst aus wie jemand, der sich sehr um seine Pokémon kümmert. Ja. Eich, in Ordnung. Oh. Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch bei etwas helfen? Sieh mal her. Das ist ein neues Modell des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen hat oder gesehen hat und legt selbstständig neue Anträge für sie ein. Wow. Jetzt habe ich das eine übersprungen. Hier, ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Ghost erhält Pokédex. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige diesen Pokédex. Wow, es wird schon wieder so spät. Ich muss jetzt wieder zurück nach Dukatia City und meine Radiosendung aufzeichnen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin noch einmal über den Weg, aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen, Ghost. Ghost hat Professor Eichs Nummer im Pokémon registriert. Dankeschön für das Ei. Bis dann. So. Lind. Hallo Ghost. Es ist schrecklich. Wie soll ich das erklären? Ich weiß ja selbst nicht wie. Jedenfalls ist etwas, es ist ganz schrecklich. Bitte komm schnell zurück. Ja. Sich mal wieder auf ein Kind zurückziehen, wenn die Erwachsenen Probleme haben. Ja gut, ne? So, hier durch und da und Safcon, Taubsi, wieso? Taubsi. Level 2. Also ich werde es auf jeden Fall. Ich werde probieren, Level 4 zu werden. Oder Level 2. Ich weiß nicht. Dominik setzt Aquakraner rein. Ja. Taubsi wurde besiegt. Dominik erhält 15 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Ein wildes Safcon erscheint. Hey, wer hätte es gedacht? Los, Dominik! Was soll Dominik tun? Aquaknarre. Dominik, setz Aquaknarre ein. Ein Volltreffer! Safcon wurde besiegt. Dominik erhält 41 Erfahrungspunkte. Level 9. Schalala. So. Was wird denn ein... Mau. Bitte keinen Safcon. Auf das hätte ich jetzt absolut gar keinen Bock. Ja, Tabs zumindest. So. Los, Dominik! Auf in den Kampf! Und Aquaknarre. Und ja, easy One-Hit. Ja, ja. Ich bin schon ein guter Pokémon-Trainer jetzt schon. Es sind die Top 4. Ich kann Taubsi Level 2 besiegen. Und Taubsi Level 4. Los, Dominik! Aquaknarre! Taubsi setzt Zickel ein. Was soll Dominik tun? Aquaknarre! Taubsi Wild wurde besiegt. Dominik erhält 31 Erfahrungspunkte. So. Oh, ist das vielleicht unser erster Trainer? Nee, auch nicht, oder? Oh Mann, ich will den ersten... Oh, easy Erfahrung. Okay. Das lassen wir einfach weg. Cut, cut, cut. Aber hier weg, cutten. Ja. Gut. Und Sprung. Und zack. Und Sprint, 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 Sprint. Und hier lang. Und da runter. Und Sprung. Und Rosalia City. Und let's go, 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 go. Speeden. Professor Lind hat ein Problem. Oh. Da kommt er. Das ist ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hey. Was ich damit sagen will, fragst du. Wie deutlich muss ich dir noch werden? Dann erkläre ich dir eben ganz genau mein Pokémon. Hier ist nämlich auch nicht ganz... Dann erkläre ich dir eben ganz genau. Mein Pokémon hier ist eben auch nicht ganz übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen.
Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Eine Herausforderung von Passantenjunge. Ein Divir wird von Passantenjunge in den Kampf geschickt. Das ist ja Level 5. Was machen wir da bloß? Ein Silberblick und ein Kratzer. Dominik, setz Kratzer ein. Go. Und die wir setzt alle ein. Dominik, nicht deinen Angriff sinken. Halte durch. Die wir setzt Säckel ein. Krrr, was für ein Schwächling. Hast du ganz schön was auf. Für ein Schwächling hast du ganz schön was auf dem Kasten. Wollte er sagen. Aber ja, irgendwas ist nur was Komisches rausgekommen. Dominik, setz Aquaknarre ein. Go. Ein Volltreffer. Haha. Das ist nicht sehr effektiv. Und schon. Indivir wurde besiegt. Dominik erhält 67 Erfahrungspunkte. Spieler besiegt. Pass auf. Du hast gewonnen. Bist du jetzt was Besseres? Ghost gewinnt 500. Dir ziehe ich auch noch dein Geld aus der Tasche. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir nicht sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon immer bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Gib mir das. Das ist der Trainerpass, den ich verloren habe. Ärgert mir. Jetzt hast du ja meinen Namen gesehen, oder? Nee, ich weiß immer noch nicht, wie du heißt. Ich bin... Ich hab mir Aua gemacht. Schnell. Auf. Da kann ich runter. Ja, go. Ich liebe die Musik, Leute. Oh, schade. Immer noch nicht der erste Pokémon-Renner. Oh, was kommt denn jetzt? Ein Taubsi? Level 2? Oh, wieso? Wieso Level 3? Los, Dominik. Auf in den Kampf. Und Aquaknarre. Und Visa Level 3. Oh. Visa setzt Gesicht ein. Visa erkennt Dominik. Was hat ihn erkannt? Was machen wir denn jetzt bloß? Visa wurde besiegt. Dominik erhält 24 Erfahrungspunkte. Dominik erreicht Level 10. Yes, man. Oh, wow. Jetzt will ich aber einfach nur noch weg zum Professor. Der braucht meine Hilfe. Hallo. Wieso, verstehst doch. Ein wildes Wieso erscheint. Los, Dominik. Kampf. Aquaknarre. Dominik setzt Aquaknarre ein. Go. Dominik erhält 24 Erfahrungspunkte. Und? Was ist denn passiert, Professor? Schnell. Oh, komm. Was? Wie? Wo? Oh, Polizei. Was willst du denn hier? Ich stecke gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Pokémon-Diebstahl. Und die ersten Regeln, die es in einem solchen Fall zu beachten gibt, lautet: Der Täter kämpft immer an den Tatort zurück. Wer weiß? Vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Ich glaub nicht. Einen Moment mal. Dieses Mädchen ist unschuldig. Danke. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat. Und du sagst, du hast dir mit diesem Jungen einen Kampf geliefert? Dann deutet alles darauf hin, dass das der wahre Täter ist. Du kennst auch den Namen dieses Jungen. Ja. Der Junge heißt nämlich... David. Mhm. Oh. So. Ganz schlimmer Finger.
David heißt er also. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau. Vielen Dank für die Unterstützung. Dann lautet mein Auftrag nun an, den Jungen mit den roten Haaren aufzuspüren. Auf geht's! Puh, ein Glück, dass wir den Verdacht von dir abwenden konnten. Nicht wahr, Ghost? Ja. In Ordnung, dann bis später mal. Bis später. Oh, Ghost, hier war ganz schön was los. Aber warum erzählst du mir nicht, was es mit Mr. Pokémons großem Fund auf sich hatte? Ich gebe ihm das Ei. Gut, dann wollen wir mal nachsehen. Das sieht mir ganz nach einem Ei aus. Er hat natürlich recht, diese Art Ei sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Aber außer Mr. Pokémon gibt es auch heutzutage niemanden mehr, den ein neues Ei noch so aus den Socken haut. Es ist immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei schon mal hier haben, wollen wir da auch noch mal sehen, welche Geheimnisse das birgt. Dann mal los, ich werde es eine Weile lang hier behalten und genau untersuchen. Was, Professor Eich hat dir ein Pokédex gegeben? Der Drecksack. Ist das echt wahr, Ghost? Das ist ja unglaublich. Er besitzt das einzigartige Talent, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen zu können. Mann, wer hätte es gedacht? Mir war zwar auch klar, dass du nicht einfach irgendein Trainer bist, aber das macht die Sache nochmal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ich dir gegeben habe, scheint dich auch schon richtig lieb gewonnen zu haben. Ja, ich mag's auch. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn du dich mal an den verschiedenen Pokémon-Arenen dieser Region versuchst? Und dann, wenn du dir alle Orden der aller Arenen erkämpft hast, wartet die Pokémon-Liga auf dich. Und der Titel des Champs auf dich. Aber werde nicht übermütig. Es bis zum Champ zu bringen, ist alles andere als leicht. Fürs Erste solltest du dich an der Arena an Viola City hier in der Nähe versuchen. Mit deinem Niveau solltest du dort bereits einiges erreichen können. So, ja. In Ordnung, Ghost. Wenn du es wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Region zu besuchen, solltest du dich besser auf eine lange Reise gefasst machen. Bevor du aufbrichst, solltest du mit deiner Mutter sprechen. Okay. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Like wäre top. Und check nochmal mein Twitch aus. Da streame ich fast daily. Und jo, bis dahin. Ciao.